Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Adventure Ponies. Heute mit Rainbow Dash. Wir fangen natürlich im ersten Level an. Ihre Fähigkeiten sind natürlich, wie bei Rainbow Dash das üblich ist, das Dashen und das Fliegen. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach hochspringt und dabei, glaube ich, die Leertaste gedrückt hält, dann fliegt Rainbow Dash einfach so in der Luft herum. Und wenn man wieder loslässt, fällt sie halt runter. Ganz normale Flugsteuerung bei irgendwelchen Flash-Spielen oder iOS-Spielen, sowas kennt man. Wenn man dann in der Luft die nach unten Taste drückt, dann dasht Rainbow Dash und besiegt so ihre Gegner. Ja, Rainbow Dash ist eigentlich ein ganz okayer Charakter. Der einzige Nachteil ist, dass man, wenn man direkt an der Wand dran ist, keinen Dash machen kann. Und man muss also immer einen bestimmten Abstand haben und muss dann dagegen dashen. Und der Dash ist auch nicht wirklich so stark, habe ich immer das Gefühl. Aber gut, da kann man nicht so viel gegen machen. Es ist sehr gut spielbar. Es ist nicht so schlimm wie Applejack. Aber immer noch ein guter Charakter, mit dem man ruhig spielen kann. Wenn man nicht gerade in irgendwelche Löcher fällt. Ja, man muss sich an die Steuerung gewöhnen, wenn man irgendwo runterfliegt, denn wenn man loslässt, dann fällt sie runter wie ein Stein. Und man muss dann während des Runterfallens immer mal wieder die Flugtaste gedrückt halten, damit sie nicht ganz so schnell runterfällt und man sie immer noch unter Kontrolle hat. Und eigentlich ist kein Charakter im Spiel wirklich schlecht, außer, okay, Applejack ist schlecht. Ja, tatsächlich. Aber dafür ist sie die Stärkste. Dazu kommen wir noch, wenn wir Applejack haben. Heute geht es um Rainbow Dash. Rainbow Dash ist, wie bereits im ersten Teil wahrscheinlich gesagt, eine der vielen Freundinnen von Twilight Sparkle und ist das Element der Loyalität. Das hat sie auch wunderbar im ersten zwei Parter der Serie bewiesen. Guckt euch zumindest die ersten beiden Folgen der Serie an, wenn ihr die Charaktere kennenlernen wollt. Rainbow Dash ist ein Pegasus-Pony, das heißt, sie kann fliegen, keine Magie verwenden, einfach nur fliegen, hat Flügel, ist super toll und ist sehr von sich selbst überzeugt. Sie ist sehr eingebildet teilweise. In einer Folge, die heißt The Mysterious Ne'er-Do-Well, wird sie sozusagen die Heldin von Ponyville und wird dann ziemlich stark eingebildet und dann retten die anderen Ponys sie von ihrer Eingebildetheit, indem sie sich selbst als Ne'er-Do-Well verkleiden und dann in der Stadt selbst mal aufräumen. Und ja, Rainbow Dash ist sehr eingebildet, wie gesagt, ist aber dann immer für ihre Freunde da, wenn es hart auf hart kommt. Sie ist so ziemlich die beste Fliegerin aller Zeiten, ist in Cloudsdale aufgewachsen, so gut wie alle Pegasus-Ponys. Cloudsdale ist einfach eine Stadt aus Wolken. Und ihr Traum ist es, zu den Wonderbolts zu kommen. Die Wonderbolts sind so eine Flugshow, mehr oder weniger, wo die einfach Stunts in der Luft machen. Und da möchte sie ganz unbedingt hin, das träumt sie schon, seit sie ein Kind ist. Und ob das irgendwann mal passiert, Lau und Faust hatte angedacht, dass sie zu diesen Flugtypen kommt. Verdammt, der Name ist weg jetzt. Gerade hatte ich ihn doch noch gesagt. Wonderbolts, dass sie zu den Wonderbolts kommt. Und leider ist Lau und Faust nicht mehr in der Serie mit verwickelt. Aber mal sehen, was da noch draus wird. Immerhin haben sie ja das eingehalten, dass Twilight zur Nachfolgerin von Celestia wird. Ich muss mal hier bei mir den Ton ein bisschen leiser machen. Und da hat Gildons getötet. Ist ja ironisch, denn die Charaktere sind alle so Gegner von speziellen Ponys. Und Gilda ist auf jeden Fall der Gegner von Rainbow Dash. Denn in einer Folge sieht man, wer Gilda ist, denn Gilda ist eine alte Freundin von Rainbow Dash, ist aber ziemlich gemein und böse. Und das mochten sie gar nicht und dann, hat sie, ihre Freundschaft beendet mit Rainbow Dash, weil Rainbow Dash einfach nett geworden ist und nicht mehr ein kleines Arschloch ist, das kleine, wehrlose Flatterscheiß anbrüllt. Ja, böse Gilda. Aber was soll's, ihr seht, die Level sind alle dieselben, allerdings muss man sie immer anders angehen, je nachdem welches Pony man hat. Wenn man Rainbow Dash hat, kann man natürlich überall rüberfliegen. Da braucht man keine Teleportationsfähigkeiten. Und ganz ehrlich, die fliegenden Ponys sind in diesem Spiel eigentlich die besten. Denn
Die Erdponys, Applejack und Pinkie Pie, da ist nur Pinkie Pie okay. Und die laserwaschstrahlende Magie-Ponys, die, ja, habt ihr schon gesehen im ersten Part. Rainbow Dash ist eigentlich nur eine Recolor von Twilight, da ist kein großer Unterschied. Vielleicht ist irgendwie ihr Strahl ein bisschen weniger stark oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da keinen großen Unterschied. Aber jetzt kämpfen wir gerade gegen die Diamond Dogs, die alle vom bekannten David Bowie Song kennen sollten. Nein, natürlich sind es nicht diese Diamond Dogs, sind einfach Hunde, die Diamanten suchen. Und dabei brauchten sie einmal Rarities Hilfe und haben sie dann gefangen genommen. Und in sehr seltsamen Flash-Spielen im Internet brutal vergewaltigt. Aber dafür, damit gehen wir jetzt zu weit von der Materie weg. Ich hab geplant, es gibt ein My Little Pony Hentai-Spiel. Das ist einfach... Ich mag das Spiel, ganz ehrlich. Aber da kommen wir zu, wenn ich das irgendwann mal mache. Das kann ich nicht voraufnehmen, ich muss das live kommentieren. Aber ja. Freut euch darauf. My Little Pony Hentai. Und jetzt kommt die Stelle, wenn man einfach loslässt, dann kann man unten eigentlich gleich Tschüss sagen. Man muss immer wieder die Flugtaste drücken, damit man nicht zu schnell runterfällt und dann jämmerlich verreckt. Und ihr seht auch, die Elements of Harmony am Ende jedes Levels sind auch anders. Bei Twilight war es ihr Cutie Mark, jetzt ist es Rainbow Dash Cutie Mark. Und die Elements of Harmony sind so ziemlich die Super Dragon Balls der Welt, die den Main Six ihre Fähigkeiten verleihen. Und so konnten sie zum Beispiel auch Discord besiegen. Guckt euch das Staffel 1, die ersten beiden Folgen von Staffel 2 an. Da kommt Discord dann vor und in der dritten Staffel kommt Discord nochmal vor. Gesprochen von Q von Star Trek. Der auch bei der Dokumentation Brownies mitgewirkt hat, wo ich mir die Blu-ray jetzt sehr bald bestellen werde. Und ihr seht auch, wenn man stirbt, dann behält der Gegner die Lebensanzahl, die er hat. Das heißt, man muss nicht immer wieder neu anfangen, was ich sehr, 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 sehr nett finde. Wir haben Discord besiegt und damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Ponies. Bye.